Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Paper Mario 3D Land. Beim letzten Mal haben wir Welt 2 beendet, fangen jetzt mit Welt 3 an. Welt 3.1, Icy in Klein. Los geht's. Cool. Das ist ja mal eine nice Eiswelt. Zwar werde ich überall wieder von Feuer angesprungen und von Goombas, natürlich. Ach weißt du, ich hake mich nur einmal kurz im Baum fest und dann wird schon als Schaden gezählt. Ach komm, ist doch okay. Ah, ich möchte gerne die Feuerblume besiegen. Natürlich kann ich das nicht, natürlich kann ich das nicht. Ich will sie aber gerne besiegen. Okay, dann nicht. Dann nicht. Das ist auch okay. Ist kein Problem. Meine Güte. Will mir noch einmal kurz davor dran vorbei und die besiegen, aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, ne? Wisst ihr was? Ich mache einfach den hier. Ach, komm. Scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Ah! Oh, hier schlittert's. Ja, das habe ich mir schon direkt gedacht, als ich da drauf gegangen bin, weil es sah schon so glatt aus. Yay, 5 Leben. Krass. Oh, Monty-Maulwürfe, wie cool. Ach komm, wo bitte wurde ich denn jetzt gerade eben getroffen? Ach komm, fick dich doch, fick dich, Mann, fick dich! Scheiß Drecksvieh, Mann. Wo wurde ich da bitte getroffen, Mann? Ich war die ganze Zeit in der Luft. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit über war ich in der Luft. Komm. Ich weiß gar nicht, ob's... Nope. Ich weiß auch gar nicht, ob's dafür, ob's dafür einen Grünstein gibt, ob wir jetzt dieses eine scheiß Drecks-Piranha-Vieh besiegen, Mann. Keine Ahnung. Ich weiß nur eins. Es ist mir scheißegal. Ich will einfach nur durch in der Scheiße... Weißt du was, die Monty-Maulwürfe kriegen auch auf die Fresse, Mann. Weißt du was? Dreck mal hier rüber. Erster Grünstern, zack. Ach, jetzt auf einmal stirbst du, ja? Aber gerade eben nicht, ne? Weißt du was, dann mach ich halt immer den hier. So. Ich hoffe, die Dinger respawnen nicht, ansonsten ist es hier ein bisschen scheiße. Nope. Go away. Get out the way, bitch. Get out the way. Drecksbitch. So, komm. Weißt du was, ich werde immer jetzt, bei allen Gegnern werde ich jetzt so verfahren, dass ich die Gegner, nicht immer gleichzeitig anspringe, sondern, was war das denn? Dass ich sie nicht gleichzeitig anspringe, sondern, erstmal einen Sprung mache, dann wegspringe und so weiter, weißt du, da unten war der Grünstern, oder? Ja, es kann sein. Okay. So, es kann ruhig mal die Mittelfahne kommen. Der Checkpoint wäre nice. Weißt du was? Mach ich doch direkt den hier, weißt du? Warte mal, warte, komm her, komm her. Komm. Danke, Gieselgerd. Gieselgerd, danke schön. So, was haben wir hier? Vielleicht ein paar Pilze? Nope, Münzen, okay. Alles klar. Aber ich kann es noch oft genug sagen. Wow. Ich fände, es ist einfach nur scheiße, ey, ganz ehrlich. Es ist einfach nur scheiße. Ich weiß doch gar nicht, ob es jetzt groß meine Schuld war oder so. Ich weiß nur, es war scheiße. Und ich werde jetzt durchrushen. Es ist mir gerade scheißegal, Mann. So, komm. Ich meine, warum hat man da jetzt keinen Checkpoint hingesetzt? Man weiß doch ganz genau, dass da die Gefahr ist, runterzufallen. Und dass man da keinen Checkpoint hinsetzt, das regt mich gerade echt dezent auf. Es regt auf. So, was war hier? Wahrscheinlich gar nichts. Wahrscheinlich habe ich dafür einen One-Up bekommen. Es kann sehr gut sein. Okay. Nee, ich rush jetzt. Natürlich. So. Es ist scheiße. Die Steuerung da ist echt scheiße. Ich kann da nichts für, Mann. Das ist einfach nur behindert. Du fliegst da so um die Ecke. Du machst da so eine Kurve. Das ist richtig scheiße, Mann. Und dann der Scheiß da nochmal hinzulaufen, Mann. Das regt gerade auch auf. Ach komm. Ach komm. Ach komm, Mann. Es regt auf. Ach, fick dich doch, Mann. Dreck, Alter. Dreck. Meine Fresse. Verpiss dich, Gumma. Verpiss dich.
Es regt einfach auf, da immer wieder hinzulatschen, weißt du? Und da habe ich keinen Bock mehr auf die Gegner zu achten und werde dann von denen getroffen. Fick dich doch, Mann. Weißt du, die Monty-Maulwürfe springen in der Luft hoch. Was passiert? Ja, ich werde getroffen. Ja, schon wieder. Habt ihr das gesehen? Wo wurde ich da bitte getroffen? Wo wurde ich da getroffen? Wo? Wo, Mann? Verstehe ich nicht. Ich hätte gerne mal eine Erklärung für die Scheiße da. Kann ich da nicht dir... Kann ich. So. Wollte ich nur wissen, ob ich da diagonal rüberspringen kann, weil ansonsten werde ich diesen Fehler nie wieder tun. So. Gib mir den Checkpoint, du Wichskopf. Dankeschön. Meine Fresse. Es regt einfach nur auf. Ihr seht es, ne? Es regt einfach nur auf. Es ist scheiße. So, was haben wir hier? Warum jetzt ein Niesel... Warum ist jetzt gerade Schneeregen? Das verstehe ich nicht. Ich hätte gerne die logische physikalische... Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Krieg mich nicht auf. Würdest du bitte das Item aufheben? Dankeschön. Ich meine, es ist schon umständlich genug dabei, den Sprungknopf festzuhalten, um halt hochzuspringen, weißt du? Aber dann auch nochmal da drauf zu springen, ist auch gerade nicht so geil. Natürlich. So, war's das? Fände ich jedenfalls richtig geil, wenn das jetzt das Ende wäre. Beziehungsweise jetzt rüberzukommen. Und Leute, ich weiß auch nicht, wo jetzt die Slowdowns herkommen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich merke nur, dass es gerade hier so ein bisschen abkackt. Ich weiß auch nicht, warum. Wieso komme ich hier nicht hoch? Ich möchte gerne hoch. Warum kann ich da nicht hoch? Kann ich da nur mit dem Item hoch oder wie sieht das aus? Nee, es geht auch so. Alles klar. Ich weiß nicht, ob man diese Slowdowns in der Aufnahme sieht. Auf jeden Fall, ja. Geil. Man braucht das Trampolin dafür. Ja, sagt das doch einer. Woher soll ich das denn wissen? Okay, die Slowdowns scheinen auch echt nur da aufzutauchen, okay? Ja, okay. Geil. Es lohnt sich jetzt überhaupt nicht mehr weiterzumachen. Ganz ehrlich, Mann. Ganz ehrlich. Natürlich. So, dann werde ich halt jetzt eben schnell den hier machen, dass ich, schnell den Grünstein hole. Dann weiterlaufe. Wenn es der Begehr von dem Level ist, mache ich das eben. So. Würdest du bitte kommen, oder wie sieht's aus? Hallo? Danke. Danke, Sön. So. Ach so, man muss weiter. Okay. Okay, krass. Dass man hier das Trampolin so oft mitführt. Komisch. Und Leute, ich glaube, die Slowdowns liegen hier am Bereich des Levels, weil ich meine CPU-Auslastung ist nicht mal bei 30%. Ja? Es kann nicht an meinem PC liegen. Falls ihr euch wundert. So. Komm her. Komm doch her. Damit ich hier abhauen kann. Scheiße. Ach, verpiss dich doch. Okay. Kann das Level jetzt auch mal fertig werden? Und boah, diese Slowdowns, Mann, das regt auf. Dankeschön, Mann. Danke. Boah, die Slowdowns regen echt auf, Leute. Das sind echt krass. So kann ich nicht spielen. Ich meine, die CPU, wenn du CPU... Das muss am Spiel liegen. Das muss irgend so ein Programmierfehler sein, weil meine CPU-Auslastung war zu diesem Zeitpunkt mit den Slowdowns nicht mal bei 30%. Es kann nicht sein. Ja? Dankeschön. Welt 3-2, Turnabout Tempel. Okay, ein Tempel. Ach cool, das hier, okay. Ja, Paper Mario meets 3D World. Denn das Level-System hier kam erstmals in 3D World vor. Cool. Das finde ich ja cool mit den Schaltern. Ey, krass. Das haben sie echt gut gemacht mit den Effekten. Weil ganz ehrlich, ich finde es nicht nur cool, dass sie auch diesen japanischen Flair mit reingebracht haben. Okay. Sie haben die Stachel mit reingebracht, die Trittschalter. Und das sind alles Elemente aus 3D-Land, 3D-World. Wobei die Trittschalter mehr aus 3D-World übernommen worden sind. Und das ist nice. Das ist schon richtig nice. Ja, der Pilz wird gleich genommen.
Das habe ich extra so in Zeitabständen gemacht. Okay, jetzt habe ich mir Angriff. Bin der Killer. Dankeschön. Kann ich da auch irgendwie rein? Ich hoffe es jedenfalls. Krass, Alter. Jetzt werden wir hier alles one-hitten mit dem Pilz. Schade nur, dass er schnell weg ist. So, was ist da hinten? Ah, Trittschalter, okay. Ist das zeitlich bestimmt oder? Nee, ne? Okay. Die Tür bleibt anscheinend immer auf. Dann scheiße ich auch auf die Gumbas. Die sind mir gerade scheißegal. Okay. Komm, Stachelschalter, aktiviert euch. Danke. Okay. Ist aber schon sehr interessant, wie das hier reingenommen wurde. Ich meine, die Hintergründe so darzustellen. Wow, das war knapp. Das gebe ich zu, das war echt knapp. Okay, da werde ich immer so verfahren. Weil ich glaube, dieses Ding hier, ja. Das sondert diese Strahlen nach einer bestimmten Zeiteinheit aus, wenn es offen ist. Und das ist ja hier so, das habe ich ja verhindert in dem Sinne. Okay, da haben wir einen Pilz. Ich würde sagen, das Item lassen wir erstmal da. Und schauen uns erstmal weiter mit dem Mario Feuer um. Feu! Obwohl, ich glaube, es ist besser, wenn ich hier rumschwebe. Ist zwar schade um die Feuerblume, aber komm, ist egal. Aha. Ich dachte erstmal, ich hätte da oben etwas gesehen, aber dem war ja wohl nicht so. Wow. Scheiß Boomerang, Bruder, geh. Okay, das sieht hart aus, das sieht hart aus. Aber es ist im Endeffekt gar nicht hart. Es war sehr einfach eigentlich. Und die Frage ist, was hat es mir gebracht? Was hat es gebracht? Komisch. Vielleicht hier irgendwas? Ich sehe es ja gar nicht gerade. Ach, ihr seht's, ne? Draufgesprungen und schon Schaden bekommen. Ich verstehe es nicht. Und schon wieder Schaden. Es ist scheiße. Das regt gerade ein bisschen auf, aber ansonsten ist alles cool. So. Da hinten ist also schon der letzte Grünstern. Nur wie kommt man da hin? Okay, ist die Rennerdistanz vom Level so scheiße oder wie ist das? Okay, ich möchte gerne dem Schalter. Okay. Alles klar, das habe ich mir schon gedacht. Okay, das war ein eigentlich sehr einfaches Level und ihr seht, ich habe schon 7 Leben gesammelt. Ist das nicht krass? Gut, jetzt fehlen mir einfach nur diese Dinger hier. Diese Schalter. Und ich glaube, das ist hiermit erfüllt. Und damit hätten wir das Level so gut wie beendet. Puh. Scheiße, jetzt hier nicht sterben. Und schon wieder Schaden bekommen, wegen gar nichts. Nur weil er seinen scheiß Boomerang hochgehalten hat. Dafür kann ich nichts, Leute. Das ist echt, das ist ein Fehler des Spiels. Das ist nicht meine Schuld. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist es nicht meine Schuld. Das ist vom Spiel dann. Das ist nicht, meine eigene Teilschuld. Weil ich springe ja. Ich tue ihm Schaden an. Nur wenn er, wenn es so gezählt wird, als wenn, ja. Nur wenn es so gezählt wird, als, pff, ja, keine Ahnung. Scheißdreck! Boah. Drecksvieh, ja, komm her, komm. Warum? Zeit tot? Ach, fick dich doch. Fick dich. Ach, komm. Ach, komm. Warum? Warum? Meine Fresse. Nur weil man hier mal ein bisschen erkundet. Ach, ist doch nicht dein Ernst, Mann. Wie? Ach, scheiße ist das doch, Mann. Nee. Seht ihr? Schon wieder hab ich da. Ach, komm, Mann. Es regt auf, Mann. Es ist nicht mal meine eigene Schuld. Es regt einfach nur auf. Es ist unnötig. Es ist so unnötig. Meine Fresse. Weißt du, wenn er zum Wurf ausholt, was kann ich denn dafür, wenn ich da noch auf ihm bin? Dafür kann ich doch gar nichts, Mann. Wenn er da seinen scheiß Boomerang auswirft. Das ist nicht meine Schuld. Meine Güte, Mann. Echt schlecht, Mann. Ich meine, es macht zwar Spaß, nur diese Gegner, die geben an diesen Abfuck. Die fucken echt ab, Mann. Ist doch nicht normal. Drecksscheiß, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Das regt auf. Meine Herren. So. Jetzt liegt es ja nicht an der Zeit, sondern eher an den Gegnern. Dass wir hier nicht durchkommen. Wow. Weißt du was? Ich werde ihn halt immer zum Wurf ausholen lassen, ja? Wenn es der Wunsch des Spiels so ist, dann mache ich das halt so.
Tja, Spiel. Willst du mir das jetzt auch verwerfen und nicht gönnen? Oh, ist ja schade. Oh, das ist ja schade, Spiel. Oh, ist er jetzt tot? Oder warte mal, lass am besten noch einen respawn, okay? Ist besser. Lass am besten noch einen respawn, okay? Damit ich noch sterben kann. Das fände ich cool von dir, Spiel. Das fände ich echt cool. Oh Mann, Alter. Naja, damit hätten wir jetzt die ersten beiden Level aus Welt 3 abgeschlossen und... ja. Die nächsten Level gucken wir uns im nächsten Part an. Also, wir sehen uns wieder, meine Freunde. Aber erst im nächsten Part, wie gesagt. Haut rein! Ciao!